Wartet mal. Hinterm Sofa gefangen. Guck mal, Herr Dr. Schlauberger sucht sich jetzt was aus, wie wir hier rauskommen. Warte mal, schieb mich mal weiter, schieb mich Ha, ich hab's geschafft! Wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Ich bin ungefähr bis nach hier gelaufen. Also bis hier da. Und dann bin ich rübergeschoben. Ja, warte. Machst du hier mal den Käfig zu Ende, bitte? Was? Ich hab nur nicht mehr genug Stöcke. Francesco, mach den Käfig zu Ende. Ich hol mal eben Stöcke. Hol Stöcke, Francesco, du bist doch letzte Hoffnung. Geh mal da weg. Geh mal da weg! Nö. Was willst du denn machen? Ich komm, du kannst mich nur wegschubsen, was soll ich denn machen? So. Du kannst es noch 10-mal probieren, Frau, das bringt nichts. Jetzt bist du wieder dahinter, das haben wir schon die ganze Zeit gemacht. Ja, ich glaube aber, so. Wir das so weggeschubst haben, deswegen hat das irgendwie funktioniert. Ich glaube, das war so eine Kooperation. Mach mal, bau mal auf. Bau auf. So, jetzt aber. Komm, Michel, rüber. Geht's aber noch nicht? Komm jetzt. Du schaffst das. Sag ich ja. Genau, da war ich auch. Aber voll cool. Das Ding. Jetzt, sehr schön. Jetzt haben wir das Ding zum Rübergehen. Das ist... Ich fand's auch echt richtig witzig. Wir erzählen die ganze Zeit, ach, wir kommen noch nicht mal raus. Was ist? Michelle kommt rein, springt erstmal hinter uns Sofa. Ja, hallo? Wenn einer das durchmachen muss, dann alle. Wollen wir uns mal gucken, ob wir ein paar Seile noch kriegen? Ich will nichts sagen, aber dieses Spuckgedöns guckt aus dem Haus raus. Ist ja egal. Ist eh ein Käfig. Wir haben einen Auspuff. Sag mal. Das sieht immer cool aus, als würde man da irgendwas reinlegen. Ist ja das Absicht. Während die Männer irgendwas machen, bin ich produktiv. Guck mal, YouTube. Ich bin doch toll. Ja, war ja früher schon immer so. Die Frauen sind jagen gegangen und die Männer haben... Ja. Die Männer haben zu Hause auf der Couch der Schande gelegen oder dahinter rumgestanden, weil sie zu dumm waren, wieder wegzukommen. Und die Frauen haben was für Ordentliches gemacht. Ich hab's geschafft ohne. Und ich hatte den Masterplan. Nur weil wir dich geschubst haben. Und ich bin einfach toll, ich brauch sowas nicht. Eigenbildung ist auch eine Bildung, oder? Eigenbildung, ja. Eigenbildung vor allem. Ja, Deutsch können ist auch eine Bildung. Was? Hä? Sag mal, kannst du mal anfangen, wenn mal wieder regnen, dass wir ein bisschen Wasser hier haben? Hi. Das funktioniert. Ich bin von da oben runtergegleitet. Es funktioniert? Geil. Wo bist du denn jetzt? Ach da, gut. Ich probiere jetzt auch mal. Ich will auch. Haben wir jetzt noch ein Feuer? Ich weiß nicht, ich hinterm Francesco. Hinterm Haus? Weißt du was, ja. Ich gönne mir jetzt eine Soda. So, die Soda-Brücke. Die kann ich gar nicht auf dem Wasser. Pass auf, eines Tages sliden die Ureinwohner so zu uns. So, hui! Ja, komm. Trinke Fanta Cyber Butcher. Ne? Jo. Gab's ja nicht mal so eine Werbung? Jo. So, ich brauche Federn. Dann sucht der Hühner. Nee, ich brauch, also erstmal brauche ich einen Vogel. Und zwar nicht nur in meinem Kopf. Den hast du schon. Da hatte ich sich schon gedacht, dass ich die Vorlage nicht unausgenutzt bleibe. Warte mal. Ich hab das schon extra so gemacht. Hätte ich dann auch gesagt. Oh, geil. Oh, macht das Spaß, Alter. Ich will nochmal. Nein, ich fall runter. Ich würde voll gefallen. Du bist ja auch ein Noob. Dein Gesicht ist ein Noob. Aua. Was war das denn für eine Beleidigung? Das war jetzt richtig Gangster-Style. Was? Vogel! Was denn? In der Luft sitzen gilt nicht! Cheater-Vogel, okay. Passt doch zu dir. Wie schnell diese Totems mal wieder aufbauen. Die müssen so einen ganzen Vorrat an Totenköpfen bei sich so rumliegen haben. So, welchen Totenkopf nehmen wir denn heute?
Oh, es gefüttert. Alter, habe ich mich erschrocken. Auf, ich springe aus Dach raus, auf einmal ist es nicht mehr braun, sondern einfach grün, blau. Warum ist das? Ach, schon wieder die Feststelltaste, sonst. Ja. Was die Feststelltaste? Ich muss feststellen, dass diese Feststelltaste echt nervt. Die aktiviert sie doch. Wie jeder normale Mensch. Stimmt, das geht. Aber dafür. Das geht, aber ich bin dafür ein bisschen rausfinden, wie. Vor der Informatik Pro und so. Oder EDV Pro. Da ist neben dem toten Lurch ein Lurch gespawnt. Lurchzepsen. In dem Reh, was ich gerade am Schlagen war, ist auch ein Reh gespawnt. Was ist das denn hier? Rote Beeren? Rote Beeren. Blaue Beeren. Dann ein Leben. Ohne, also mit Risiko. Ein U-Boot. Ich hab einen Vogel. No. Ich weiß, was ich heute den ganzen Tag hier nur mache im Spiel. Ich werde die ganze Zeit einfach nur runtergleiten. Hui. Ihr könnt gerne irgendwie was Sinnvolles machen. Ich war auf Dingsterjagd. Auf Gangsterjagd. Auf Dingster, habe ich gesagt, nicht Gangster. Ich verstand nicht, auf Gangsterjagd. Andere Regenbogen. Ich war auf Entenjagd. Oh krass, ich war voll auf Gangsterjagd. Voll krass. Vor die Gangster anlegt. Ja, hier ist ja hart. Hier ist West Coast gegen East Coast. Oh! Was macht ihr da? Wo ein Bewohner? Nein, es war so ein Lurch. Den hab ich nicht gesehen. Komm, wir gehen auf Rehjagd. Ich habe den Lurch nicht gesehen und habe mich da voll erschrocken. Oder Hasenjagd. Hasenjagd ist auch sinnvoll. Lol. Hallo Francesco. Oh. Oh. Das ist ein Reh. Warum ist eigentlich so dunkel? Wird wieder Nacht oder was? Es war doch gerade eben schon Nacht. Was ist denn mit dem Tag- und Nachtzyklus los? Aufgestanden, schon wieder dunkel. Pilze! Setzt euch ans Lagerfeuer. Wie komme ich denn zum Lagerfeuer? Geht aber. Hast du das eigentlich gerade mich gekriegt, Michelle? Oder hast du es einfach gekonnt ignoriert? Das Lagerfeuerlied? Nein, das ist davor. Was kam denn davor? Hast du nicht irgendwie Schaden gekriegt von irgendwoher? Warum? Nee, ich bin gerade eher verwirrt. Weil ich habe mich so angeschlichen, habe mich so angestupst und du hast einfach gar nicht reagiert. Ach so, ich dachte, habe ich mich wohl getäuscht. Ja, siehst du, wie gut ich im Schleichen bin. Und im Schlagen. Im Schlagen. Ich habe ein Reh erlegt. Ich kann. Was, ist es bei euch auch schon dunkel? Nee, das ist auch so eine wichtige Eigenschaft so bei Bewerbungsgesprächen und so. Und wo liegen denn ihre Stärken so? Ich kann Frauen schlagen. Sehr gut. Holy shit. Sie nehmen wir. Ich bin offizieller ausgebildeter Frauenschläger. Oder Frauen mit Speeren anpieksen. Großen Speeren. Frauenpiekser. Also ich selbst piekse ja gerne Frauen mit meinem Speer. Genau. Und ich mit meiner Lanze. Ist eine Lanze unbedingt länger als ein Speer? Ja. Nicht unbedingt. Ich kann es bezeugen. Bei euch beiden. Ja. Man nennt mich auch Sir Lancelot. Nicht das Sofa springen. Übrigens, Francesco, gib mal bei Pornhub Sir Lancelot ein, dann könnt ihr Pornos von Francesco sehen. Oh, billige Schleichwerbung. Irgendwer glaubt das jetzt so von wegen. Oh. Warum ist auch wahr? Ja. Ich meine, dass man es suchen kann. Hast du denn jetzt schon, du wolltest dich ja so ein bisschen auf Fetisch spezialisieren, hast du jetzt schon mit Anpinkeln gemacht oder kommt das erst noch?
Das hä, warte, zuerst war doch mit einem Scheißhaufen in der Ecke setzen und das dann Sperma damit vermischen. Ja, das war, er wollte ja eine Neuauflage von Two Girls One Cup machen, aber das war ja dann sehr aufwendig. So, ich pack eben mal drei Lurche aufs Dingens und dann gehen wir jetzt schlafen. Mit den Lurchen, das habe ich schon gemacht. Ja, aber die waren verbrannt, die habe ich schon gegessen. Gehen wir schlafen. Gut, ich hab wieder perverse Gedanken. Wir können noch nicht schlafen gehen. Ich weiß. Aber wir können das Sofa schon mal nutzen. Das brauche ich aus für meine nächste Show. Das will ich mir da mal angucken. Michael sitzt sich dazu. Kannst du dich noch zusetzen? Frau muss stehen. Nee, wo ist denn? Warte, ich kann dahinter springen. Das ist schlau. Oh, ich kann von hier aus mein Essen essen. Oh, ich habe was draufgelegt. So, wie kommt man gleich mal in die Außenansicht? Michael, wie kommt man gleich mal in die Außenansicht? Sag mal, hältst du mir gerade eine Feuerzeug unter die Nase? Oh, in die Nase? Sekunde. Wie kommt man gleich mal in die Außenansicht? Options. Controls. Third Person irgendwie einstellen oder was? Jan, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Nach dem Abonnenten-Special wird es so eine Folge geben mit Anpissen, ja. Ach so. Also kann ich schon mal drauf freuen. Ja, das gibt's ja wirklich. Also warum ich sowas weiß, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. So auf Sir Lancelot eingegeben. Ja, so. Nein, ich meine nicht Sir Lancelot. Ich meine so wegen, dass du so wie bei YouTube sozusagen Geld mit Amateurbonus verdienen kannst über Werbung. Das gibt's. Auf YouTube. Nicht auf YouTube. Also ich habe YouTube verstanden. Aber dasselbe Konzept, weißt du? Dasselbe Konzept wie YouTube. Broad fuck yourself oder so ähnlich. Obwohl nicht yourself, aber. Meine. Get bro fucked. Okay. Get bro fucked. Nein, ohne das yourself. Get bro fucked. Warum kommen wir eigentlich immer auf diese Themen? Ich bin nicht schuld oder so, nein. Breathe, atme. Und berühre? Was? Breathe and geil, touch? Wie du dahinter stehst. Hey, wir haben mal Kissen. Warte, setzt euch nochmal hin. Wir haben das Kissen, was steht denn da drauf? Warte. Auf dem Kissen steht, glaube ich, Supong eher drauf. Oder so. Warte. Hungry, fein zum Singen. Geh mit deinem Speer aus meinem Gesicht. Mach's doch mal. So. Ich spieß dich gleich auf, pack dein Speer weg und ich pack mein Speer in dich rein. Setz dich hin. Jawohl, meine Herren. Das nennt man dann zur Lancelot und die steckengebliebene Lanze. Ja, genau. Das ist der neue Titel. Was machst du denn? Schüttelst du an unseren Füßen oder was? Ich stehe auf Prügel. Hilfe, Mama. Oh Mann. Was sie auch immer da macht. Ich glaube, wir müssen jetzt fast alle Folgen von uns irgendwie ab 18 stellen. Ich glaube, so mit Werbefreundlichkeit, das wird nichts mehr in nächster Zeit. Warum? Wir schreiben es im Titel, dann ist es werbefreundlich. Dieses Video ist werbefreundlich. Bei YouTube wird das wahrscheinlich funktionieren. So wie der Algorithmus funktioniert. Nee, leider nicht. Gronkh hat's bewiesen. Wie hat er den Titel werbefreundlich geschrieben, oder was? Ja. Ah, okay. So, können wir jetzt endlich schlafen, nachdem wir hier schon rumgemacht haben? Nein. Ich kann immer noch nicht schlafen. Nein, ich bin noch nicht müde. Muss mich noch in den Schlaf singen. Ich dachte, oh, du weinst dich immer in den Schlaf. Oder Francesco spielt mit seiner Blaskapelle. Wo ist er? Da ist er. Komm her, komm raus. Komm rein. Ich will meinen Speer sehen hier. Guck mal hier, mein großer Speer. Komm mal raus. Dir ist klar, dass du unser Haus gerade kaputt machst. Ja, Francesco hat angefangen. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast mich vorangegriffen. Ey, wann? Oder war das Michelle? Also Michelle ist das. Olle. Ich mach nichts. Wer hat mich denn angegriffen gerade? War das doch Francesco? Ja.
Warum sollte ich mich denn in euren Streit einmischen? Ja, wir machen gerade das Haus kaputt, Francesco. Lass es einfach sein. Du hast eh keine Chance gegen mich. Sieh es einfach ein. Du hast keine Chance gegen meine lange Lanze. Sieh du es mal ein. Das war kein Turban, das ist einfach nur so eine Hipster-Mütze, die du auch... Setzt euch ans Lagerfeuer. Wow, das Lagerfeuer. Wie sehe ich eigentlich aus? Könnt ihr aufhören, mich zu schlagen, verdammt. Wie sehe ich eigentlich aus? Laban, kannst du mir einen Gefallen tun? Inuit. Bekomme ich meinen Pfeil wieder? Weißt du was? Du bekommst deinen Pfeil wieder. Jetzt gleich hier. Komm her. So, warte. Wo ist denn jetzt dein Pfeil? Weil ich den am Körper habe, habe ich den jetzt, oder was? Keine Ahnung. Ich sehe den nicht bei mir im Inventar. Das funktioniert doch nur bei Minecraft. Geht das bei Minecraft überhaupt, wenn du Pfeile auf dem Körper hast? Selbst eine Pfeile zählen. Also aus Tieren kann ich sie wieder rausziehen. Es war aber zu verführerisch. Aber nicht. Es war zu verführerisch. Du standest im Fenster. Oh, das sieht voll geil aus mit dem Mond, finde ich. Also irgendwie hat das was mit der Hütte hier. Oh, irgendwie hätte ich jetzt Bock, in so einer Hütte zu pennen. Ihr auch? Zelt. Ja, hat auch was. Du bist ja, aber ich finde so eine Holzhütte in so einem Wald mega. Ganz ehrlich, wenn wir mal Gaming Empire Treffen machen, dann mieten wir uns irgendwo in dem Wald eine Holzhütte. Nein. So wie bei Until Dawn und dann ist ja da eben so deswegen. Traum. Ich weiß, wie es endet. Darum mit euch miete ich mir keine Hütte. Ich weiß auch, wer der Mörder ist. Ich auch. Ja, du weißt es auch, ne Laban.